Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schlagzeilenrevue mit Martin und Martin. Genau. Man, wir müssen echt ein bisschen mehr an dem arbeiten, glaube ich, damit das ein bisschen eleganter wird. Ich glaube, das ist die 10. Sendung, oder? Fuck ja. Ab der 100. kriegen wir es hin. Die 10. Sendung! Okay, fang an. Jo. Ja. Der Wahlkampf ist vorbei. Eine echte Soap-Opera. Danke. Endlich. Endlich, ja, es ist wirklich zart gewesen. Aber die Woche ist noch richtig fett in der Zeitung. Was los? Und wie du gesagt hast, Soap-Opera-mäßig, ja. Es gibt nicht nur diese Affären und Schmutzkübel-Dinger, sondern auch wirklich GZSZ und Grey's Anatomy Action. Die Parteien haben sich gegenseitig verliebt, verlobt, verheiratet, miteinander geschlafen. Sie haben sich gegenseitig betrogen. Sie haben geheiratet, haben sich wieder scheiden lassen. Jeder hat mit jedem. Und am Ende sind sie gestorben und sind wieder auferstanden. Also es ist wie 10 Jahre Grey's Anatomy, nur in 2 Monaten. Und in einer Folge. Ja, es ist grausig. Bestes Beispiel, der tätowierte Typ aus dem FPÖ-Video. Ja, das war doch schräg, oder? Und jetzt hat er für den Kern zum Schluss dann Werbung gemacht. Also, zuerst den, dann den, dann den. What the fuck? Gott sei Dank ist es vorbei. Hm. Wir wissen zwar noch nicht, was passiert ist, aber... Ja, aber entschieden ist, ihr kennt das Ergebnis, also... Ja. Wir jetzt, nur nicht. Und wenn, dürfen wir es nicht sagen. Stimmt. Du hast ja gute Verbindungen, gell? Aus. Übrigens, Verbindungen. Ja. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Das sind Superleute. Wirklich. Immer. Und die Woche hat sie auch gezeigt, also Montag in der Heute, haben wir gesehen, sie sind arme Menschen. Wirklich, also das ist super. Einerseits eben da mit, es hat auch wieder mal sein, dass sie irgendwas mit Sex bringen, das ich habe einen gewissen Ruf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast dich gebessert. Danke. Bitte. Danke, dass dir das aufgefallen ist. Ja. Es hat schon lange keine Brüste mehr gegeben, kein Sex. Gar nichts, gell? In den Kommentaren waren sie schon unruhig. Ich hab schon mitgekriegt, ja. Aber jetzt kommt's. Polizei, Hilfe für Sexpärchen. Ja, die haben die Handschuhe nicht mehr aufgebracht und sind zur Kieber reingegangen. Das ist ja echt geil. Und die Polizei natürlich auch brav geholfen, gell? Aber man sagt dann auch, dass sie nur Menschen sind, die Polizisten, weil, auch wenn sie oft für Vollpfosten bezeichnet werden, sie fahren nicht auch selber. Manchmal gegen einen Pfosten. Wie man da sieht, Polizei total Schaden mit dem Golf. Die haben den Mistkäfe ganz schön abgekramt. Da haben die 48er wieder was zu tun. Den Käfe und das Auto. Dienstag haben wir eigentlich ist die ganze Woche mehr oder weniger voll davon. Von diesem Vermummungsgesetz, dieses Burka-Gesetz, ja? Das ist so der Scheiß. Entschuldigung, darf ich das überhaupt sagen? Ah, bitte, das tut mir ganz lange, das ist unser Sendung. Ja. Heine. Ja. Weil es ist. Ja, ich meine, wer das beschlossen, aber es wurscht, die haben sie jetzt eh aufgelöst. Eben. Aber man hat ja gesehen, man sieht ja jeden Tag, und es wird auch noch zukünftig sein, wie kurz gedacht und dumm die Geschichte ist. Wie kurz gedacht und dumm. Gut, dass wir nicht Wahlkampf haben. Genau. Also, wir haben dann Polizei, Daddy, erlaubt, hei nicht. Okay? So eine schräge Geschichte. Ja, es ist total sick. Es hat so der Mac Shark, glaube ich, hat eine Kampagne, Store eröffnet und hat da einen Mann in einem Hai-Kostüm rumrennen lassen. Da ist die Polizei gekommen und jetzt muss ich Mac Shark Strafzahlen wegen Vermummungsgesetz. Der Polizei hat einen Bär als Maskottchen und der darf rumrennen. Und das Geile dran, nein, unser Tommy fällt unter den Ausnahmefall künstlerische Darstellung. What the fuck? Die haben sich das ganz sicher so vorgestellt, wie sie das Vermummungsverbot beschlossen haben. Wir wollen die Haie in Wien verbieten. Die absolute Diskriminierung gegen Meerestiere. Ja. Auf Landausdruck. In ein Binnenland. Ja. Aber das Geile ist ja auch dran an der Geschichte. Die Hai-Geschichte ist rund um die Welt gegangen. Ja.
von allen großen Networks gecovert worden. Nur das Schmähprogramm ist, die Agentur, die das gemacht hat, hat selber die Polizei gerufen und hat dadurch diesen Skandal verursacht und hat auf die Weise mega geile Werbeeinschaltungen gekriegt. Gut gemacht. Da haben wir das Gesetz wieder mal ausgehebelt, beide Sachen. Sehr schön. Trotzdem eine kranke Partie. Jo. Weiß nicht, ob du es gelesen hast. Es geht darum, dass in Norwegen Frauen im Fußball gleich viel bezahlt bekommen sollen und auch werden wie Männer. Halbe, halbe, gleiches Recht für alle. Finde ich super. Finde ich gut, finde ich dabei. Und die Männer haben dort sogar ein bisschen auf ihren Gehalt verzichtet, damit die Frauen relativ schnell auf gleicher Ebene sind. Echt? Ja, das finde ich gut. Wenn das, das ist aber selbstlos. Wenn das in Österreich war, ja. Naja, eigentlich den Herrn braucht man gar nichts zahlen. Die Frauen waren eigentlich die Guten, oder? Hey, die Ösis haben jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Mal gewonnen, gell? Ja, wieso um nichts mehr gegangen ist. Na gut. Die heute war wieder ein bisschen der Zeit voraus, oder weitblickend, oder was auch immer. Hast du das gelesen? Du meinst Hasengruben 4 Kilo schwere Granate aus? Ja, also fürs Osterei war es zu. Wir kriegen einfach hinaus, wir müssen die Burka mal mehr anstarten. Das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, wie dumm das ganze Gesetz eigentlich ist. Da sind ein paar... Das ist so geil. In China lassen sich ja viele Frauen operieren, damit sie irgendwie mal europäischer ausschauen, größere Augen kriegen und so. Und da sind dann 3 Frauen nach Südkorea gereist und dann haben sie nicht mehr zurück dürfen, weil sie nicht mehr so ausgeschaut haben wie auf ihrem Boss. Also praktisch, wenn man sich die Fotos anschaut, es schaut echt aus, als ob sie irgendwelche Halloween-Masken aufgesetzt haben. Also, die würden in Österreich auch garantiert ihre Probleme haben. Genau, dort dürften sie nicht ausreisen und bei uns dürften sie jetzt nicht einreisen. Ja, genau. Aber es ist ja nicht nur das, es ist auch wieder so, wenn es jetzt kalt wird, aber es ist ja echt das Problem. Ja. Wenn es kalt wird, dann knall ich mir einen Schal ums Gesicht, damit es Nasal und das Mundal warm bleibt, oder? Ich meine, ich bin kein Fan von diesen Skimasken. Das ist mir zu viel. Aber so einen Schal wirklich immer schauen. Und jetzt sagen wir ehrlich, wird man im Winter dann gestraft? Nein. Hat sich das irgendwer überlegt? Ja, es hat sich überlegt. Ich habe gelesen, ein Radfahrer hat sich vermummt, okay, einen Schal. Und der Polizist hat gesagt, nein, jetzt ist nicht kalt, er soll das weggeben. Also die Polizei wird in Zukunft bestimmen, ob es kalt oder warm ist. Können wir nur hoffen, dass wir keine Hasblütler finden. Ja. Als Kiewerer. So, mir ist es schon seit langem bewusst, dass Hunde und Katzenliebhaber so noch mehr anfällig sind, einen Schlagschatten zu haben. Also speziell sind. Danke. Bitte. Danke, du bist der Diplomat bei uns. Ja. Nichts gegen Hundebesitzer und Katzenbesitzer, aber ihr habt einen Knall. Ihr seid speziell. Jeder kann einen Vogel haben. Genau. Manche hinter Gitter. Ja. Nein, es ist sick, ja. da hat sich echt wer seinen Wuffi auf die Brust tätowieren lassen. Oh, okay. Na gut, du kannst das Kind tätowieren, das Auto, wieso nicht dein Hund? Aber in einer Welt, wo das passiert, ist eigentlich nur logisch und konsequent, dass auch also ein Möbelhersteller, wir nennen keine Namen, aber man muss sie alles selber zusammenschrauben und meistens Förderung. Und jeder hat die heute gelesen und weiß, was da jetzt geschieht. Genau. Also jener besagte Möbelhersteller fängt an, Hundemöbel zu verkaufen. Es gibt Hundemöbel, Martin. Ich verstehe es bis heute nicht. Wir kommen im Club. Gut. Aber sie verkaufen Hundemöbel. Glaubst du, kann der Hund auch die Uhrzeit lesen von dem Bild? Wahrscheinlich gibt es Hundeuhrzeit. Hundezeit. Also, oh, ob das eine Hundeuhr ist, dann glaubst du? Ja, wieso hätte ich es verstanden? Cool. Okay, Martin.
Freitag. Genau. Ich glaube, du bist dran, oder? Natürlich. Und? Was ist der Ausritt? Na, glaubst du, ich habe keine Meldung? Nein, hast du eine Meldung? Natürlich. Ah, da liegt sie ja. Das ist von der Burgerliste. Alter, stimmt, die Polizei. Also tun sie da noch ein bisschen viel burgisch unterwegs sind in der Woche. Naja, aber dann kennen wir was dafür, was in der Zeitung steht. Eben. Also die Polizei hat jetzt herausgestellt, scheinbar eine Ausnahmenliste zwecks Vermummungsverbot. Und da ist so zur Rettung des christlichen Abendlandes steht drauf, dass die heiligen drei Könige ausgenommen sind. Das heißt, wir können die unsere weißen Kinder bratschwarz anmelden und die dürfen dann den Segen von Haus zu Haus tragen. Gott sei Dank. Ja. Und das Christkind ist auch ausgenommen, oder? Das Christkind, es steht zwar jetzt nicht drin, aber ich hoffe mal stark. Ich glaube schon. Was ist Christkind und der Weihnachtsmann, die müssen da schon ausgenommen sein. Na, der Weihnachtsmann nicht. Die gibt's nicht. Das ist eine amerikanische Erfindung. Gesponsert von Cola. Nein, sicher nicht. Der Weihnachtsmann ist ein dicker Mann im roten Kostüm mit weißem Bart. Nein, das heißt, den gibt's. Das heißt bei uns Christkind. Punkt. Was ist hier schon? Da sind wir uns einmal nicht einig. Nein. Und dir bringt der Weihnachtsmann sicher nichts. Braucht er nicht, weil zu mir kommt das Christkind. Bei dir ist wurscht, zu dir kommt eh keiner. Weder Christkind noch Weihnachtsmann. Ja, komm auf! Okay. Es tut auch weh. Nein, Entschuldige, zu dir kommt das Christkind. Solange es was bringt, ist mir das wurscht. Gut. Okay. Seid ihr Christkind oder Weihnachtsmann-Fraktion? Wäre interessant zu wissen, oder? Und ihr wisst eh, Christkind. Weihnachtsmann. In die Kommentare. Bitte. Weihnachtsmann, Christkind. Falsch. Richtig. Ihr wisst verkehrt herum, natürlich. Genau. In diesem Sinne, schöne Woche und ich gratuliere uns zur neuen Regierung. Das war verfrüht, oder? Das war verfrüht. Ich glaube, wir werden darüber noch öfter reden. Ich glaube auch. Anyway, schöne Woche. Ciao. Ciao.